Und jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist halt die Frage. Gehen wir in die Arena und versuchen den Arenaleiter bereits herauszufordern. Es wäre ein durchaus harter Kampf. Ich weiß nicht, sollen wir es wirklich tun? Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob wir dafür bereit sind. Warte mal, ich bin irgendwie falsch gelaufen, oder? Ah, ne, bin ich nicht. Nevermind. Nevermind. So, muss ich jetzt lang? Da unten? Komm, wir versuchen es, oder? Wir versuchen es. Wenn wir drauf gehen, dann gehen wir halt einmal in ihr Projekt drauf. Dann habt ihr was zu lachen. Ist doch auch eine nice Geschichte. So, wo renne ich jetzt hier überhaupt hin? Ich glaube, ich muss hier hin. Das ablassen und dann musste ich, glaube ich, hier runter. Das war der falsche und das hier war der richtige. Und dann konnte man nämlich hier die Treppe runter. Genau. Und dann konnten wir hier wieder hoch bei den Matrosen. Und dann sind wir im Endeffekt auch schon da. So, Marinus. Was geht? Mit wem lieben wir? Sollen wir mit Lux lieben? Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay. Willkommen! Ich werde nicht so oft herausgefordert. Bald wirst du die Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Los, bringen wir es hinter uns. Ja, bringen wir es hinter uns. Genau. Heieieiei, ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Gyarados, dann ist natürlich unser Lied absolut perfekt. Ich hoffe, dieses Gyarados hat keinen Bedroher. Schade. Das heißt, dadurch, dass wir kühn sind und er den Bedroher hat, überlebt er tatsächlich vielleicht eine Elektroattacke, was ziemlich bitter wäre. Kaskade. Mit Bedroher sollten wir das tanken. Wir sind kühn. Das ist gut. Funkensprung. Wie gesagt, ich vermute fast, dass er diesen Funkensprung tatsächlich tanken wird. Auch wenn es ein Gyarados ist. Ja. Oh, das ist natürlich bitter. Okay, er ruft zurück. Hat er ein... Er hat einen Moorlord. Okay. Natürlich hat er eine Möglichkeit gegen Elektroattacken. Allerdings wird dieses Moorlord jetzt Erdbeben einsetzen. Ich gehe trotzdem raus in Cheerleader, weil ich glaube, wir sind schneller. Und ein Erdbeben könnten wir tanken, oder? Lehmschuss. Was ist die Genauigkeit runter? Initiative, ist okay. Wir haben den Gigasauger. Wir sind trotzdem noch schneller. Vierfach effektiv. Ich glaube, Morlord wird auch einen Gigasauger tanken, tatsächlich. Es war ein Volltreffer. Von daher kann ich nicht sagen. Okay. Das ist gut. Es fängt gut an. So, als nächstes kommt ein Bojelin. Level 37. Holy shit. Und Eiszahn. Oh nein. War's das? Ich glaube, das war's. Scheiße. Das ist sehr schlecht. Ich hätte sehr gerne die Stachelspore drauf gehabt. Okay, Leute. Folgender Plan. Wir gehen in Lux. Doublen raus. Campana sollte auf jeden Fall einen Hit tanken. Lake. Und double nochmal zurück in... Ist Lake speziell? Dann funktioniert der Plan nämlich nicht. Ich muss wissen, ob Lake speziell ist, Leute. Ich muss es einfach wissen. Pokewiki sagt, Lake ist speziell. Das ist schlecht. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, dann gehen wir raus in Katatsumi. Die Paralyse wäre echt wichtig gewesen.
Okay. Ich glaube, Schlammbombe ist hier das Beste, was wir machen können. Die Lake macht ja Gott sei Dank nicht so viel. Schlammbombe trifft. Macht sogar sehr soliden Schaden. In der Theorie sollten wir ja noch eigentlich eine Lake tanken, aber wenn er crittet, ne? Ich darf den Crit eigentlich nicht eingehen, das Risiko. Deswegen heilen wir uns hoch. Level 37 ist halt echt hardcore, ne? Lag kommt. Okay, das heißt, selbst ein Crit killt uns jetzt nicht. Das heißt, wir gehen wieder auf die Matschbombe. Natürlich trifft er jede Lake, warum denn auch nicht? Aber okay, wir treffen auch unsere Schlammbombe. Von daher kann man sich da nicht beschweren. Er hat eine Beere. Und wir haben die Genauigkeit nicht nochmal gesenkt, leider. Er wird auf jeden Fall noch eine Schlammbombe überleben. Das heißt, wir gehen nochmal auf die Heilung. Ja, das sollten wir schaffen, oder? Hoffe ich einfach mal. Das einzige Problem ist halt, dass wir das Gyarados überhaupt nicht angreifen können, quasi. Doch, wir haben nur die Kraftreserve Stahl. Ja, nice. Von daher, da ist der Crit. Jetzt haben wir ein Problem. Es sei denn, ein Mach Punch von Goku killt. Tempohieb. Ja, killt natürlich nicht. Oh, scheiße. Okay, wir schauen mal. Katatsumis Spezialdefensive ist 61. Lux Spezialdefensive ist 53. Also in der Theorie könnten wir einen Hit leben. In der Theorie könnten wir einen Hit leben. Puh, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Holy shit, das war... Ich hätte nicht hier reingehen sollen, ey. Ich hätte echt nicht hier reingehen sollen. Bodyguard? Nee, lass mal. Alter, okay. Gott sei Dank ist das Gyarados paralysiert. Wenn er jetzt noch eine Top-Genesung hat, haben wir vielleicht nochmal ein Problem. Hey, das war eine gute Attacke. Okay, der Bedroher meddert nicht. Wir sind schneller. Wegen der Paralyse... Funkensprung trifft, er heilt nicht auf. Wenn das Ding jetzt kein Fokusband kriegt, haben wir gewonnen. Nice. Huh. Okay, noch schnell die Erfahrungspunkte abgreifen. Level 31. Huh. Heieiei. Wow, wow, wow. Schluss und aus. Wie sage ich es nur? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen. Okay. Interessant. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Heilige Scheiße. Dank des Fenorans kannst du nun auch die versteckte Maschine Surfer außerhalb eines Kampfes benutzen. Das ist eine besondere Belohnung, die gebe ich dir, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. TM55 ist bestimmt Lake, wenn er das gerade so gespammt hat. TM55 erlernt die Attacke Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP besitzt. Ah, okay. Damit kannst du die Kämpfe effektiv beenden. Okay, das wusste ich gar nicht. Hm. Gut, dass ich mit der Kumu mich gegengeheilt habe. Sonst hätte ich mich ganz schön gewundert. Eieieiei. Oh, hey, du hast ja auch schon... Ach, was habe ich dir gesagt? Herr Marinus, also ich meine, mein Meister, der hat es echt drauf, oder? Was soll der Tumult? Ach, ihr beide seid es. Hallo Meister.
Hör mal, Junge, ich kenne deinen Vater, das stimmt schon, aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling genommen zu haben. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zu Stärke gelangen, ohne bei mir in die Lehre zu gehen. Das ist doch egal, du bist jetzt mein Meister, also reden wir nicht darüber. Das ist ein Binoyalaga, ein Typ von Team Galactic, treibt sich am Pokéwart rum. Er hat was von der Bombe gefaselt. Was? Niemand sabotiert Weideborg. Nicht, solange ich es verhindern kann. Hey, Meister, so warte doch. Okay, jetzt geht der Shit richtig los, Leute. Eine Bombe? Eine Bombe? Wir müssen diese Bombe aufhalten. Wo immer sie sich befindet. Oh, Moment, ich glaube, ich habe es gefunden. Hallo? Nach oben, danke. Hey, hast du keinen Augenkopf für auch hier? Also, wer ist dieser Typ? Boom! Puh, der ist ja ganz schön laut. Du da, was in aller Welt soll das? Was ich da sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt, ganz einfach. Und dann ging sie los und es klang dann so kaboom. Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden, sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht die Maske völlig daneben aus. Dem ganzen Grofenburg darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beiden, folgt mir bloß nicht und lasst bloß niemand anderen herein. Falls da noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey, Hamster, folge diesem komischen Team Galactic. Ich bleibe hier, wie der Meister befahlen, damit die anderen nicht reingehen. Lass diesen Typen nur nicht entkommen. Jawohl, Chef. Hi. Was soll denn das? Renn mich einfach hinterher. Pass auf, dass ich sonst nicht meine Pokémon auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich einen wichtigen Termin. Ne? Ich möchte so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, mir zu folgen. Hast du kapiert? Ja, habe ich voll kapiert. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um die Entwicklung vor sich zu stellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss es entwickelt hat, ist er ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen. Was ein Lappen. Ach Gott, wir müssen ja jetzt hier den ganzen Weg gehen, ne? Wir haben ja noch kein Fliegen. Wir haben auch kein Pokémon, was fliegen kann, richtig? Aber Junge, Junge, diese Team Galactic-Bombe haut ordentlich rein. Mit diesem Bumser gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was sie wohl damit vorhaben? Ah, du hast gelauscht, ich hab nur laut gedacht. Du bist anliegender als Kleister. Und ich habe es gesagt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen. Oh nein. Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich eilte sofort dabei, als ich hörte, dass es etwas Verdächtiges von Team Galactic in Weideburg eingetroffen ist. Dieses Etwas war also eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nu, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. Digga! Bomben und Explosionen können zusammen... Alter, du bist so ein schlauer Typ, ey. Die Explosion war im Großmoor, sagst du, und du verfolgst einen Mann, der... Das ist ja total aufregend. Einen Mann, der mit einem Topfschnitt also. Es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung trug er auch. Das war dann wohl wirklich Team Galactic. Nein! Och, nein, nein, Libelle, wie konntest du es nur übersehen? Es war der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe, Junge. Du bist ein Fehler. Der Mann, der nicht fortlaufen sah, er war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, 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 so wird das nix. Warte, warte, sag ich. Dieser Typ ist halt so inkompetent. Das ist halt echt genial. Das ist schon wirklich rekordverdächtig. Warte, ich will mit ihm sprechen. Ich will wissen, was er sagt, auch wenn ich eigentlich vorbeigehen könnte. Oh, du schon wieder. Und ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötige ich deine Mittel. Versuche das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person entkommen ist. Junge, die ist beim See. Die ist einfach beim See. Was verstehst du? Ah, nein, sie ist noch hier. Ich nehme es zurück. Hallo. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Ah, diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem der Boss andauernd redet. Ah, er wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Wenn wir dieses Ding einsetzen. Ah, das spitze Ohren hat mich belauscht. Du bist in der Hälfte hartnäckig. Oh, ich bin total kaputt vom Rennen. Ich werde nicht gegen dich antreten. Okay. Dann halt nicht. Ah, oh, nein, bist du mir immer noch auf den Fersen.
Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl. Meine Pokémon werden es dir zeigen. Okay. Dann hau mal raus, was du hast. Bin ich ja jetzt sehr gespannt. Ein Glibunkel. Wow. Da habe ich richtig Angst vor. Ist auf jeden Fall solide. Ein Glibunkel. What the fuck? Dieses Pokémon soll es mir zeigen. Angeberei. Okay, das ist wirklich ein bisschen uncool. Ich würde sagen, da wechseln wir einfach aus. Denn ich möchte mich ungern selbst verletzen. Wir gehen in... Wollen wir Happy Hippo mal seinen ersten Auftritt geben? Seinen ersten richtigen Auftritt? Los, Happy Hippo! Der Sandsturm kommt. Vergeltung! Was macht das? Macht das viel? Ha! Pathetic! Das macht ja gar nichts. Wir gehen jetzt auf das... Biss! Auf das Biss. Oh nein, Angeberei. Das ist echt nicht so gut. Andererseits wird der Biss natürlich jetzt komplett rasieren. Komm schon, ich glaube nicht, Herr Bebo. Ach komm. Okay, ich meine, der Sandsturm tobt und nächste Runde ist halt Erim. Gehen wir halt auf den Bodycheck. Bisschen schneller? Was setzt der ein? Vergeltung. Sind wir im Speedtie? Sind wir ernsthaft in einem Speedtie? What the fuck? Habe jetzt keinen Bock, dass Hippie Hippo hier ins Gras beißt, wenn der Sandsturm nächste Runde eh alles beendet. Wie wär's, wenn du nochmal Angeberei einsetzt, mein Freund? Wär's nicht schlau? Schlammbombe. Ist das nicht eine Bodenattacke? Der Sandsturm tobt. Und tschüss. Hast du gut gemacht, Happy Hippo. Du hast dir dreimal selbst in die Fresse geschlagen und deswegen ist das Glibunkel jetzt umgekippt. Du bist einfach ein Gott. Ein Super Saiyan Gott. Warte mal, das war sein einziges Pokémon? Ist das ein scheiß Ernst? Hallo, Textbox? Danke. Oh, ich kann nicht mehr kämpfen. Ich falle auf den letzten Loch. Ich muss dem Commander Bescheid sagen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Alter, der schleicht aber jetzt davon. Wir schleichen ihm hinterher. Ach nee, guck mal, wer da ist. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mir den See ansehen will, um den sich eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Sein soll! Leute, das ist ein See und nicht das Meer. Da kann ich einfach drüber gucken und sehe das andere Ende. Da kann ich nur gucken, ob da eine Insel ist. Und im Inneren der Insel sollte ich ja in die Illusion eines Pokémon finden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich etwas fragen, was nicht zu diesem Thema gehört. Hey Hamster, wo ist der Schoko von dem Galaklinge dran? Oh, wie, sag bloß, du hast den ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein, sie ist nicht deine Schwester. Ah, ach so, okay, diese Explosion ist ein Großmoor. Ach, jetzt fand ich ernst, dass Herr Marinus hat mir gesagt, ich soll es dir sagen. Aber dieses Thema Galaklinge, sie sind außer Kontrolle geraten oder was? Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich in der Lektion teilen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Bis gut! Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als er energiegeladen. Kann das sein? Aber um auf Team Galactic zurückzukommen, hast du die Horde Enton auf Route 210 gesehen? Ja. Ja, genau. Hinter dem Café um Route 210. Du hast eine Gruppe Enton gesehen, die sich ihre Köpfe halten. Wie dem auch sei, gib diesen Enton diese Medizin. Du arbeitest an einem Pokédex, da wird es sich für dich lohnen. Wir haben den Geheimtrank gehalten. Also, als ich jünger war, bin ich auch mit dem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ist sie nicht irgendwie erst 18 oder so? Ich hoffe, du wirst jede Art von Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis dann. Ich dachte mal, sie wäre erst 18 oder so. Ist sie schon irgendwie Oll? Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Irgendwie versteckt auf die Lauer. Leute, Team Galactic ist da drin. Seid ihr komplett behindert oder was? Okay, keine Ahnung, wohin muss ich denn jetzt gehen? Muss ich jetzt echt wieder zurücklaufen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. Ich meine, die Route hier kennen wir halt noch nicht, ne? Wir sollen jetzt aber auch wieder nach Route 210 zurück. Route 210 war ja hier, ne? Genau. Und dann können wir nach Elysis. Und dann sollten wir auch durch den Kraterberg können bald.
Andererseits müssten wir eigentlich irgendwoher Surfer kriegen und dann nach Fleetwood. Vielleicht kriegen wir Surfer in Elysis. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen haben wir die Medizin, dann gehen wir nach Elysis, bekommen Surfer, gehen nach Fleetburg, bekommen Stärke, gehen hier hin und dann gehen wir nach Blitzach. Und dann geht es halt hier noch rechts nach Sonnewig und dann schließlich zur Puckeliga. Okay, Leute, wir machen wieder unseren Geheimtrick. Seid ihr bereit? Ja.